Und nun das Kalenderblatt. Heute vor 120 Jahren wurde die Berliner Sezession gegründet. Hören Sie dazu einen Beitrag von Berit Hempel. Die erste Ausstellung der Berliner Sezession im Mai 1899 war ein rauschender Erfolg. Landschaften, Porträts und Alltagsdarstellungen, luftig gehängt in einem eigens dafür errichteten Haus. Der Präsident der Berliner Sezessionisten Max Liebermann in seiner Eröffnungsrede: Für uns gibt es keine alleinselig machende Richtung in der Kunst, sondern als Kunstwerk erscheint uns jedes Werk, welche Richtung es auch angehören mag, in dem sich eine aufrichtige Empfindung verkörpert. Nur die gewerbsmäßige Routine und die oberflächliche Mache derer, die in der Kunst nur die milchende Kuh sehen, bleiben grundsätzlich ausgeschlossen. Der große Erfolg der Ausstellung gab ihm recht. Ein Viertel der rund 350 Skulpturen, Grafiken und Gemälde wurde direkt verkauft. Den Grundstein zu dieser Ausstellung hatte Max Liebermann ein Jahr zuvor gelegt. Am 2. Mai 1898 versammelte er einige Künstler um sich. Sie wollten Einfluss nehmen auf die alljährliche, offizielle, große Berliner Kunstausstellung, protestierten gegen die einseitige Auswahl und die enge Hängung der Bilder, forderten eine eigene Jury und eigene Ausstellungssäle. Ralf Gleis, Leiter der Alten Nationalgalerie in Berlin: Es richtete sich gegen die Jury der großen Berliner Kunstausstellung, die eben gemeinsam von der Königlichen Akademie und dem Verein Berliner Künstler wahrgenommen wurde. Und man wollte so gegen das staatlich sanktionierte Ausbildungs- und Ausstellungssystem mobil machen. Die Kunst sollte das Volk erziehen, den Gesetzen der Schönheit, der Harmonie und der Ästhetik gehorchen. Auf Verstöße reagierte Kaiser Wilhelm II. Prompt. Nach der Uraufführung von Gerhart Hauptmanns Sozialdrama Die Weber 1894 hatte er kurzerhand seine Kaiserloge im Deutschen Theater in Berlin gekündigt. Käthe Kollwitz hingegen, Grafikerin und später selber Mitglied der Sezessionisten, inspirierte das Theaterstück zu ihrem berühmten Grafikzyklus Der Weberaufstand. Die eindringliche Bildfolge um Armut, Vergewaltigung und Kampf wurde für die kleine goldene Medaille vorgeschlagen, doch der Kaiser verwehrte sie. Der Herrscher lehnte auch ein Bild des Malers Walter Leistikow ab, dem späteren Wortführer und Theoretiker der Berliner Sezessionisten. Der klagte: Die Kunst sollte nur dazu dienen, die Geschichte seiner Vorfahren zu verherrlichen. Die Kunstszene in Deutschland war gespalten. Auf der einen Seite die Erneuerer, auf der anderen die Bewahrer. Neue Sehgewohnheiten gegen konservative Vorgaben des Kaisers. Mitglieder der Königlichen Akademie der Künste nannten die Bilder des norwegischen Malers Edvard Munch dreiste Schmierereien. Nachdem ihre Forderung nach einer eigenen Jury und eigenen Räumen abgelehnt wurde, organisierten die Berliner Sezessionisten ab 1899 eigene Ausstellungen. Und sie zeigten Munchs expressionistische Bilder. Die Sezession wollte eigentlich progressive, elitäre Ausstellungen mit jüngsten Kunstentwicklungen, auch internationalen Künstlern präsentieren. Und die sollten dann eben auch in einer besonderen Ausstellungsästhetik übersichtlich gehängt werden. Und das stand natürlich auch im Gegensatz zu den Genossenschaften, die als Berufsverbände eigentlich Ausstellungsgelegenheiten für die wachsende Anzahl von Künstlern schaffen wollten. Die Sezessionisten brachten die Avantgarde nach Berlin. Damit etablierten sie neue Kunstströmungen und sorgten für eine Internationalisierung der Kunstwelt. Symbolisten, Impressionisten und Jugendstilkünstler aus verschiedenen Ländern stellten bei ihnen aus. Die Auswirkungen der Berliner Sezession sehe ich vor allem darin, dass sie wirklich eine Veränderung im Ausstellungswesen bewirkt haben. Und sie machten Berlin tatsächlich zu einer Kulturhauptstadt des Deutschen Kaiserreichs, was vorher nicht unbedingt so gegeben war. München hatte da die Nase vorn. Die Berliner Sezessionisten gingen als Erneuerer der Malerei in die Geschichte ein. Max Liebermann, Lovis Corinth und Max Lehvogt wurden als Berliner Impressionisten berühmt. Doch schon 1910 gehörten sie zu den Alten, den Bewahrern. Expressionistische Künstler forderten Veränderungen, spalteten sich ab und gründeten die neue Sezession. Berit Hempel erinnerte an die Gründung der Berliner Sezession heute vor 120 Jahren.